So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Siren Blood Curse. Ja, in der letzten Folge haben wir Episode 8 beendet, sind mal wieder aus dem Krankenhaus entkommen und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal direkt in Episode 9 rein. Kapitel 1. Schauen wir mal, wie wir spielen. Das weiß ich nämlich echt nicht. Ja. Och nee, jetzt müssen wir wieder Melissa und Bella spielen. Immer noch der 3. August. Laut Datum hier im Spiel. Helfen Sie Bella Monroe zu fliehen. Nein! Lass das blöde Blach zurück. Ja. Also. Falsch rum. Ja, es ist mal wieder ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Och, wir sind schon wieder. Wir sind da mit Bella hier schon mal durchgerannt. Erreichen Sie die westlichen Felder. Suchen Sie sich eine Waffe. Erreichen Sie die östlichen Felder. Passieren Sie das Eisentor. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon mal bemängelt, dass die das so sagen. Das heißt, nach rechts, ich gehe mal vom Ausrüstungslager aus, dass da eine Waffe sein könnte. Und dann zu den östlichen Feldern. Was war denn das für eine Dings? Das weiß ich gerade nicht wirklich. Wir sind auf jeden Fall da oben und können da runter. Aber ich würde sagen... Monkey, so scheiße, Kind. Oh. Das war jetzt nicht ganz so die Absicht. Ich wollte dem Kind keinen knallen. Oh, ich dachte gerade, der läuft hier rum. Ja, nee, ist klar. Wollt ihr mich denn verarschen, oder was? Mit der Doppelläufe in Schrotflinte. Da sind zwei. Okay. Das war wieder irgendwer der Reis. Bedingst oder so. Das ist am Eisentor. Ach du Heilige. Das am Eisentor, das ist direkt vor uns. Ja. Ich würde sagen, wir laufen erstmal munter hier oben lang. Weil vielleicht haben wir ja Glück und irgendwas habe ich da gerade, glaube ich, gesehen. Achso, nee. Oh, ich dachte gerade schon, hier wäre ein Gegner drauf. Ich glaube, wir gehen mal hoch.
Ja, Mann, halt die Klappe, Kind. Ach du Scheiße, müssen wir da also noch hochziehen. Ey, die entwickelt sich immer mehr wie die blöde Troller, die von Resident Evil, vom vierten Teil. Wie hieß die alle, Schreckschraube? Ja, wir können hier eigentlich nur geradeaus runter. Ihr seid alle Scherzkekse. Ja, super. Naja, du mich auch, Kind. Du mich auch. Ey, wie sollen wir denn da vorbeikommen? Wir können ja fast nur den anderen Weg dann gehen. Weil der steht direkt vorm Tor. Also da lang kommen wir nicht. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Oh ja, halt die Klappe. Das haben wir bereits gesehen. Ja, auch das wissen wir. Mal gucken, wenn wir jetzt da lang runter gehen, dann kommen wir da drüben an beim Treibstofflager. Ich fürchte aber, dass wir da unten drunter nicht durchkommen. Und da würden wir direkt hier vorne bei den östlichen Feldern bereits ankommen. Ah, okay, bei den. Wir scheinen wirklich über die östlichen Felder auch gehen zu sollen. Von den östlichen durchs Eisentor und unser Hauptziel ist ja die westlichen Felder. Okay, das heißt, wir sollen. Ja, die östlichen Felder zuerst. Es ist nur die Überlegung, wo lang gehen wir. Ich würde sagen, wir probieren erstmal, ob wir hier vorne runter können. Oh. Ich habe noch was viel Besseres gefunden. Ich sehe den dämlichen Gegner gerade gar nicht. Hey? Ach, Mann, jetzt geh doch mal da runter, du dämliche Kuh, ey. So, jetzt sind wir hier. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt langsam in Richtung Norden durch. Ist das Norden? Ne, Osten eigentlich. In Richtung Osten durcharbeiten, um zu den östlichen Feldern zu kommen. Komm mit, du dämliche Blach. Aber ich guck, eine Sache gucke ich noch. Tut mir leid, ich muss jetzt die ganze Zeit hier drauf gucken. Nee, da nicht. Archiv. Leichte Stichwaffe zu, was haben wir jetzt? Eine Spitzhacke, glaube ich, oder so, ne? Was war das, was wir haben? Eine Spitzaxt ist das. Suchen wir die doch mal. Weil ich möchte gerne wissen, welche von beiden Waffen besser ist. Ist auch eine leichte Stichwaffe. Stärke stark und die ist durchschnittlich. Also bleiben wir definitiv bei der Waffe, die wir haben. Okay, sie kann da drunter nicht durch. Bella könnte. Ich sag mal, solange hier keine fliegenden Viecher sind, kriegen wir das bestimmt irgendwie gebacken. Ach du Scheiße! Ja, Bella, avanti. Au! Fick dich, du Penner.
würde sagen, wir gehen mal schnell hier runter. Na, Hansi, das gucken wir jetzt auch nochmal nach. Weil ich möchte gerne wissen, welche der Waffen besser ist. Aber eigentlich ist die starke Waffe ja schon gar nicht so schlecht gewesen gerade. Wir haben einen Schlag gebraucht. Aha, die ist nur gut. So, Bella. Halt die Schnauze. Lass Bella in Ruhe. Oh, schön. Hey, ich sag, hinlegen. Geh, du. Ach, fick dich doch, Kind, Mann. Ey, sag mal, du gehst mir echt auf die Nüsse, ne? Also wir wissen auf jeden Fall, dieser Typ mit der Schrotflinte, der steht da relativ weit oben und da kommt noch so eine Schrulle an. Oh, halt die Schnauze. Oh, geht mir das gerade auf den Sack, ne? Der Affenkopf guckt. Also ich gehe davon aus, dass das Vibrieren hier von diesem Affenkopf ist. Jetzt bloß nicht stehen bleiben, schnell weiterlaufen. Schnauze, leg dir hin, Mann. Bei uns? Ja, vorwärts, du Kackblach. Ich weiß nicht, wie weit dieser Affenkopf da kicken kann. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell hier vorne erstmal nach rechts. Schnauze. So, jetzt sind wir da. Heißt, zwei der drei Ziele haben wir erledigt. Beziehungsweise vier Ziele theoretisch. Ich würde sagen. Ey, ernsthaft, ne? Warum werden wir nicht gewarnt? Ich hasse dieses Kind. Ich hasse es abgrundtief. Ich schwöre euch das. Das heißt, jetzt machen wir das anders. Schnauze. Kind bleibt zurück. Wir verkloppen alles. Und dann holen wir Kind. Also greift die Schrulle nämlich uns an und nicht das Blach wieder. Geht mir dat auf die Nüsse, ne? So, du versteckst dich da. Bleib da und halt die Klappe. Was? Wieso stehst du Miststück wieder auf? Du lässt das mal fein liegen, Fräulein Tomtom. Kriegen können wir Bella eben herrufen? Thank you.
Hey, ja, fick dich. Was? Ist da oben drauf. Ach du jetzt die Fresse. Mein Kopf zu. Meine Fresse, wie viele Gegner sind denn hier? Ist ja furchtbar. Ja. Ich hoffe, dass wir hier mit Bella gemeinsam hoch können. Ah, gut. Mann, Kind, jetzt halt doch mal die Klappe. Ey, sag mal, wieso können wir die denn nicht hoch? Ach, du sollst die Waffe nicht wechseln. Ja. Alter, wie... Dieses Kind, ne? Das macht mich wahnsinnig. Ja, come on, hoch. Schon mal erwähnt, dass ich dieses Kind nicht leiden mag? Ah, okay. Das zählt dir jetzt schon dafür. Werfen Sie den toten Baum. Ach so, das ist da oben. Da waren wir schon mal. Und erreichen Sie die Straße nach bla irgendwas. Okay. Kann mir mal einer erklären, wieso diese Blach dauernd schreit? Der geht mir auf den Sack. Oh, Mommy, I can't get my foot out. You have to keep trying, Bella. Retten Sie Bella Monroe. Locken Sie den Madenschibi weg von Bella Monroe. Stoßen Sie das Ölfass um. Ah, oh, Kind. Wie ist mir auf den Sack, ne? Bams. 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 Schnauzen. Oh, los. Bam. Sehr schön. Also die Idee war jetzt gar nicht so schlecht. Hinlaufen, draufhauen und bla. Aber jetzt muss es nur noch so klappen, wie ich das will. Und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wie soll man das? Man kann nichts machen. Man kriegt den ja nicht dazu, dass der auf einen geht. Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal in der nächsten Folge. Damit danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Fo.